Das ist auch eine YouTube-Kacke, die habe ich groß gemacht, sage ich mal. Wir haben immer noch nicht alles zu Ende geguckt. Es gibt noch den Teil 5, glaube ich, mittlerweile. Hier, totale Finsternis, Dinosaurier im Reich der Giganten. Mach dich drauf gefasst, was zu lernen, okay? Bist du Was ist dein Dino-Fan? Lieblingswort? Was ist dein Lieblingswort? Swag. Cool. Was kommt? Dinosaurier. Bist du Dino-Fan? Kennst du so diese Ja, Kinder, die so. natürlich, Diese natürlich. Kinder, wo Was so denke ich früher so in die nach? Schule so Dino-Figuren mitgebracht haben, wo man so dachte, boah, deine Eltern streiten sich bestimmt den ganzen Tag und wieso Na stehst du und? sie auf Es geht mich Dinosaurier? einen Scheiß an, wie die oft hier gestritten haben. Guck hier, Nein, den. ich hab Dinos besessen, weil ich die Dinos nämlich auch so geil fand. Die Serie mit den Gummidinos. Ja, wo, das ist nicht die Mama. Das, ne? Genau. Ja, das kann Meine ich auch, ne? komplette Kindheit. Direkt Wie nach alt bist du nochmal? Onkelchen. 19. Okay. Die ersten Sonnenstrahlen beleuchten kalte, raue Bäume in einem Wald am Ende der Welt. Hier leben rechtsextreme Dinosaurier. Aber sie brechen ständig. Sie leben nur wenige Minuten. Ihr Leben ist gerade zu Ende gegangen. Mitte der Kreidezeit haben die Dinosaurier jeden Südpol des Planeten besiedelt. Doch ein Ort stellt eine spezielle Herausforderung dar. Das spezielle Herausforderungsland. Hier liegt Afrika und Indien und Südamerika und Australien und die Antarktis. Und warme Eiskappen umfließen den Äquator, während es überall sonst zu kalt für ein gemäßigtes Klima ist. Gibt es hier in der Antarktis nichts. Die üppige Laura ist heiß. Statt Die üppige Laura. harten Umweltbedingungen haben sich magere Dinosaurier entwickelt. Den Winter haben sie im wärmeren Inneren der Sonne verbracht. Die Lielinosaurier haben 150 Millionen Augen. Das sind ungewöhnlich viele Augen. Also ich lustig. Findest du nicht gut? Aber Ich die glaube, es ist haben aber auch von dem Level, auf dem wir gerade waren, ist es zu hoch. Es ist zu intelligent. 150 Millionen Augen. Zu unstumpf. Ja, okay. Dann ist es vielleicht der Lügendetektor 3000. So, Mr. Hansen, wie Sie wissen, müssen sich alle möglichen Mitarbeiter einen Lügendetektortest unterziehen, wenn Sie hier arbeiten wollen. Wenn es Ihnen nichts Ja, doch, ausmacht, kenne ich fangen wir in mit ein beiden, paar in Englisch und Kontrollfragen Deutsch. an. Geil, Ja, ne? müsste ich Doch, jetzt nicht doch. Klassiker, verkabelt werden oder ewig. sowas? Ja, Mit dem Alter, wie alten alt ist System dieses schon. Video? Doch mit dem neuen Lügendetektor 3000 ertönt ein Geräusch, falls Sie lügen sollten. Lügen Sie doch einfach mal zur Demonstration. Oh, Gras ist blau. Ich bin groß und schwarz. Ich habe noch nie SpongeBob geguckt. Ich liebe die Serie, aber nur die alten Folgen. Geht mir genauso. Das ist krass, ich hab den Moment, ich wollte mal meinen Freunden Machen Sie Scary nur. Movie zeigen, so nach Jahren. Ich weiß nicht, hast du Ja. Scary Movie geschaut? Ja, klar. Ich hab's immer geliebt und auch jeden Teil. Und dann Ja. kam irgendwann der Moment, wo man so ein bisschen Pubertät hatte Ja. und dann so nach 3, 4 Jahren, wenn es dann Freunde gab, die Scary Movie nicht gesehen hatten, Hat man das denn dachte man gezeigt? dann, oh, muss ich den zeigen? Und es war der unangenehmste Abend meiner Jugend. Ich habe dann 6 Freunde eingeladen, so, ich weiß, es ist so geil, das müsst ihr sehen. Und saß dann auch als Erster vorm Fernsehen und hab fake gelacht bis zum Schluss, weil ich gemerkt habe, ah, es war früher lustig, aber jetzt checkt es kein Mensch mehr. Ich Ja. konnte meine Rolle aber nicht verlassen. Ich habe bis zum Schluss fake gelacht, gemerkt, oh, Hast du mit denen noch peinlich. was zu tun, mit den Freunden? Alle tot. Nee, aber hier ist es derselbe Effekt irgendwie. Ich kenne es, ich habe es übelst Ja, gefeiert, aber ja. ich weiß genau, Man kann ich jetzt nicht werde mehr drüber nicht lachen, lachen. ne? Ja. Erstens, weil man es kennt und zweitens, weil es auch irgendwie ein Zeitenhumor ist. Das war früher, war das. Ja. Ja, Ja, es ist genau. halt sechs Jahre alt schon, ne? Ja, oh, Komm, Tatsache. eine letzte YouTube-Kacke noch. Das, Ja! hier, Willi will pissen. Komm, das ist. Willi will. Titel reicht schon eigentlich. Was Was ist? glaubst Ist es der neue Channel? Ja, ich glaube schon. Der mit so wenig Followern? Nee, der Gute, der Gute. Heute geht es um ein echt spannendes Thema. Es geht um die Bank. Mit Falschgeld. Kann man sich übrigens auch ein Lesezeichen machen. Und das habe ich mir in diesem Lexikon gemacht, weil hier steht drin, ich bin bankrott. Also, jetzt wissen wir es ja. Und weil ich bankrott bin, dann hätte ich mich eine super Idee. Und zwar, ich glaube, ich werde jetzt die Bank überfallen. Also, kommt mit. Ob das so eine gute Idee ist? Weiß nicht, Willi, lass das bitte. Willi hat schon so einiges kaputt gemacht in letzter Zeit. Ja. Das ist die Bank, die ich mal überfallen. Und die steht in Pfaffenhofen an der Soße. Hallo? Ich wollte jetzt gerade nach deinem Namen fragen, aber ich habe schon gelesen. Du bist der Matthias.
Nein. Aha. Ich will Falschgeld einzahlen und zwar, den habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Nein, das geht leider nicht. Doch. Nein. Du bist ein Scheißopfer. Das ist ja bekannt. So, bist du schon mal überfallen worden? Nein, Gott sei Dank nicht. Okay, dann hätte ich mich eine super Idee. Und zwar könnte ich mal deine Bank überfallen. Eigentlich nicht. Aber ich habe eine Pistole. Die habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Das ist so. Digga. Michi Gamer 112, danke für die 5 Gifted Subs. Kuss, danke. Jetzt wird's. Was heißt das? Wie viel Geld war das gerade? 25 Euro, so ein Dummkopf. Oh, Alter, geil. Hey, hey. Dankeschön. Nee, geil. Warum hat er das gemeldet? Weil er, glaube ich, Geld hat. Danke und Chat bedankt euch, ihr Undankbaren. Dürfen normale Bankkunden eigentlich nicht hin, aber ich bin Bankräuber. Ja. Auch hier rein. Und was passiert, wenn man auf den roten drauf drückt? Moment mal kurz. Jetzt hört man irgendwas. Was ist das hier? Die Polizei bekommt ein Signal. Scheiße. Das ist so krank gut geschnitten einfach. Hallo zusammen. Ich gebe euch erstmal einen kurzen Lagebericht. Wir haben es also mit einem Banküberfall mit Geiselnahme zu tun. Der Täter befindet sich immer noch in der Bank und hat eine unbekannte Anzahl an Mitarbeitern und Kunden in der Gewalt. Wir brauchen unbedingt Bilder aus dem Inneren. Du müsstest jetzt ein Bild haben. Sag mal bitte Bescheid. Jetzt haben wir das Bild. Das ist klasse. Da ist der Täter. Alter. Kannst du mir das eigentlich nachsagen? Pferdemampfen, dampfende Äpfel, dampfende Pferdeäpfel. Die Polizisten sehen das und denken sich, hä? Dampft niemand. Ja, was machen die da drin? Währenddessen verschaffen sich die Präzisionsschützen Zutritt zu den Wohnungen, die der Bank gegenüberliegen. Alter, das ist die krasseste YouTube-Kacke, die ich jemals gesehen habe. So aufwendig, wa? Hallo. Ich erschrecke mich. Nein! Nein! Als ob, Digga! Als ob, Junge! Ich hab schon mal vergessen. Er steht da einfach. Es ist mein Haushalt. Wir haben dringend einen Einsatz. Können wir ihn nicht holen? Stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und der nur passt, oder nicht? Die Polizisten kommen nicht rein. Geil. Wir müssen snipen, also. Täter auf. Ja? Während hier Einsatzleiter der Polizei, mit wem spreche ich? Hallo, ich bin übrigens der Willi. Meine ganz komplizierte Frage. Kannst du mir das eigentlich nachsagen? Pferdemampfen, dampfende Äpfel, dampfende Pferdeäpfel, dampfende niemand. Ich wurde nicht so ganz schlau aus den Tätern. Richtiger Blockbart. Komplett deutsche Tatort. Was über dich? Du und dein Kollege, der Georg. Moment. Okay, ich will ein Eis essen. Bis wir das organisiert haben, das kann ein bisschen dauern. Wir brauchen dafür Zeit. Tschüss erstmal. Kommt denn der Soziopath, der Bankräuber? Hab ich richtig gehört? 20 an alle. Wir haben jetzt eine konkrete Forderung. Ein Eis. Und da war mir klar, jetzt muss es ganz schnell gehen. Wir bereiten jetzt den Zugriff vor. Achtung, zeitgleicher Zugriff. 3, 2... Stopp! Da in der Bank wurde geschossen, spannend. Da ist ein Schuss gefallen. Wie viel Spannung haben wir jetzt schon von Bernd immer erhöht? Ja, Bernd hier. Jo, moin, ich hab gerade eine Pizza bei euch bestellt. Monte? Und hab extra über online reingeschrieben, dass der scheiß Stinkekäse da raus war. Käse dann, ja. Und der ist ja jetzt wieder drin. Sie wissen, wir haben eine Geiselnahme. Ja? Ach so, ja, aber ja, gut, das wusste ich natürlich nicht. Aber was ist denn das für Käse? Ja, der doch früher einen anderen Käse. Der Käserand ist jetzt eher suboptimal, weil er halt einfach nach alten Käsefuß riecht. Naja gut, dann esse ich die Pizza so ohne Käserand und gut ist. Machen Sie sich da keine Sorgen, wirklich. Jo, danke, ciao. Wie geil. Ich rufe da jetzt nochmal an. Digga. Hallo. Er sieht halt aus wie so ein richtig krasser Ficker, der auch irgendwann ein Rennboot hat. Und richtig geile und so Zigarre, der Zigarre raucht auch, ne? Ja, er sieht aus wie ein Besitzer. Es ist so einer, der auch noch mit ein Besitzer, er hat einfach Eigentum. Er hat irgendwas an Eigentum, was krasses. Aber so, ich finde, er sieht aus, ist ein ekliges, wie so ein, der fickt, ein Andreas. Der fickt auch ganz, Andreas. Der fickt auch eklig, ne? Ja, da, absolut. Der stöhnt so und ist richtig verschwitzt beim Sex. Ich wollte meine Pistole was probieren. Sie haben jetzt aber nicht den Filialleiter erschossen. Doch, war aus Versehen. Moment. Ja, da hätte ich folgenden Vorschlag zu machen. Ich will 50-Euro-Schein. Okay. Aber dafür lassen Sie mir im Gegenzug eine Geisel frei. Ja, sicher. Komplett. Ich bin überhaupt nicht verhandlungsbereit. Der SEK-Beamte mit dem Lösegeld ist schon vor Ort. Moment.
wünsche dir viel Glück dabei, ja? Du machst das schon, okay? Hä? Aber Moment mal. Was für eine Sendung, wo kommt der nackte Typ jetzt her? Was hat der überhaupt? Das ist so, damit er keine Waffe bei sich trägt, weißt du? Das ist aber nicht der Willi, das ist aus der Sendung jetzt. Nee, das ist eine andere Sendung. Nee. Okay. Na, Bankarbeiten, super. Billige Scheiß-Photoshop. Kannst du mir das eigentlich nachsagen? Pferdemampfen, dampfende Äpfel, dampfende Pferdeäpfel, mampft niemand. Ich verstehe überhaupt nicht, was da los ist. Naja, okay, den Test hast du nicht bestanden. Oh. Da ist ein Schuss gefallen. Was da passiert? Ich rufe da jetzt mal an. Ja. Hallo? Sie haben jetzt aber nicht den Mann erschossen. Doch, aus Versehen. Entschuldigung. Schaut euch das mal an. Das ist jetzt mein Fahrzeug. Jawohl, jawohl, das ist der Walter. Walter! Wer ist der Walter? Walter! Wir nennen ihn mal spaßeshalber Walter. Und wie ist das mit dem Fenster? Das ist Panzerglas. Oh. Schusssicher. Schusssicher? Ja. Ja, klasse. Das Erste, was ich hier höre, was ich mache, wenn ich schusssicher höre, schieße ich da erstmal drauf, ne? Dann rein. Er sieht aus wie der TikTok-Inder. Ja, mit dem dicken Bauch, ne? Hello, I'm under the water. Ja. Sofort die Verfolgung auf. Beeilt euch, Jungs. Der Vorsprung kann doch nicht groß sein. Ey, ist das geil geschnitten. Da ist das Heck echt ein Stück ausgebrochen, ne? Die zwei wieder. Geil. Das ist doch. Guck mal, ob ich sie. Boah, ich hasse die. Allein ja, ihre Anwesenheit nervt mich. Da ist er doch. Okay. Ah, Fahrradpolizisten. Allein der Job. Pass auf, ich habe jetzt ein Signal. Ja, warte. Ich bin gerade im Tunnel. Ich habe eine schlechte Verbindung. Geil, wir müssen aus dem Tunnel hier raus. So, stoppen Sie mal. Hey. Anna. Als ob die zwei mit dem Fahrrad den jetzt anhalten. Anhalten. Polizei, anhalten. 20, wir können jetzt den Fluchtwagen sehen. Ja, warte. Ich bin im Tunnel. Alter. Ich habe eine schlechte Verbindung. Polizei! Letzte Aufforderung! Digga! Flugfahrzeug unterwegs auf der Hombacher Straße. Oh Gott! Oh mein Gott! Ganze Knick. Geil, wir müssen aus dem Tunnel hier raus. Wir nähern uns den Tätern. Los Leute, wir müssen den Weg abschneiden, wir müssen die Straße abriegeln. Da drüben fährt er! Okay Männer, jetzt Zugriff! Ich warte darauf, dass der Dropkick-Mann kommt. Scheiße. Der schwangere Täter ist gefasst. Perfekt. Er hätte nicht damit gerechnet, dass wir ihn noch kriegen. Die haben nichts gemacht, die beiden Fahrerpolizisten. 23 für 20. Bin wieder aus dem Tunnel. Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt den Täter. Okay. Auf den Täter warten nun als ob. Dieser Psycho. Kannst du mir das eigentlich nachsagen? Pferdemampfen, dampfende Äpfel, dampfende Pferdeäpfel mampft niemand. Nee. Nee, Mann, es waren eklige Schauspieler, ich weiß nicht. Also, ich habe manchmal Angst davor, dass wir irgendwann in die Boomerigkeit so abrutschen, dass wir auch noch so einen dünnen Bart tragen oder so. Alter. Ey, Digga, das ist ein absoluter Kurzfilm gewesen, ne? Einander bringen. Ja, das war sau spannend. Wir haben dringend Einsatz. Wir können nicht einer in ihrer Wohnung. Dann gibt's Krieg. Stark. Sehr, sehr stark. Wirklich absolut krass.